Der Gurkensohn hat uns eine Antwort gegeben. Und der Gemüsekrieg hat begonnen. Aber Gurkensohn, jetzt muss man mal alles verraten. Du hast Gurkensaft getrunken und da warst du schlecht. Hättest du Pflaumenweih getrunken, dann wärst du so voll fit wie jetzt. Ja? Und an Rebbe wohnen, da hast du was falsch verstanden. Ich habe erst mal denken müssen, was meint denn der? Ich greife ihn an. Jetzt ist mir eingefallen, Mr. Caputo hat ja offen vom Jahr gesagt, du bist der andere grauen Gurke. Tja, ich habe die damit nicht gemeint. Also du musst da entweder entscheiden, entweder bist du auf der Pflaumenarmee, die einen Nichtangriffspakt hat mit der Möhrenmafia, oder bleibst du underground Gurke. Kämpf auf meiner Seite und du wirst gewiss sein, unsere Armee wird gewinnen. Die Pflaumenarmee wird die Welt beherrschen. Wird bitte, Rebbe Won und Mendi, war die underground Pflaume, weil seit dem Drangenstream seid ihr eh als Pflaume bekannt. Im Internet, von daher würde es ja passen. Ja. Und an der Gurkensohn. Du wirst deine letzte Gurke lutschen. Wie schwul ist denn das? Ein Gruß vom Pate an die vom Don. Fress die Möhre und von mir leck die Pflaume. Und Killer-Tomate, Unge, du musst dich von dem langweiligen Tomate auch trennen. Pflaumen wird in Zukunft gegessen. Und Möhren. Ja. Pflaumen lecker. So. Jetzt habe ich noch ein Highlight für euch. Wie fit euch Möhren und Pflaumen machen, das tue ich jetzt demonstrieren.